Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier im LS22 auf der Big Flat Texas Map. So, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo wir aufgehört haben. Wenn ich mich richtig erinnere, sind wir mit der Ballenaktion fertig geworden. Missionen haben wir deswegen keine mehr offen, ich habe schon geschaut. Und es müsste unser Feld jetzt am nächsten Tag endreif werden, eventuell, wenn ich das richtig sehe. Deswegen werden wir jetzt einmal einfach schlafen gehen. Und bis 7 reicht eigentlich, oder? Und dann mal schauen, wie es ausschaut. Ich hoffe, mit der Aufnahme und allem, das passt, das funktioniert alles. War die letzten zwei Tage ein bisschen auf Kriegsfuß mit meinem PC. Oh ja, das sieht endreif aus. Jo, Ertragsbonus 98%. Gut, das heißt, wir laufen zu unserem Drescher. Ich muss da kurz. So. Ob eine Einstellung ist, nein, dann damit ich was sehe. Und. Wollten wir noch ein. Einmal das Lenkrad. So. Gut. Und ich hab da noch was Neues. War das nicht so? Ja. Ich habe jetzt eine Kamera. Und mit Steuerung C kann ich es durchklicken. Gut. Aber mir taugt das nicht, dass meine Lenkung schon wieder spinnend wird. Hey, liebe Lenkung. Kannst du bitte aufhören damit? Jetzt. Funktioniert hat's. Das Schneidwerk haben wir da drüben. Also die Kamera muss ich jetzt schon sagen, die taugt mir jetzt schon. Ich hab's natürlich schon getestet gehabt auf einem anderen Spielstand. Auf einem anderen Spielstand. Und da hat es auch gut funktioniert. Das einzige, was ist, wenn du so wie ein Schneidwerk oder was nehmen hast und du sitzt drinnen, bist vom Gerät her jetzt auf dem Schneidwerk und machst die Kamera auf, kannst du nur in dem auf und zu machen. Also wenn du dann wechselst auf ein anderes Gerät, kannst du die Kamera nicht auf und zu machen. So. Hey, ich hab's ja ausgeklappt. Willst du mich verarschen oder was?
Hä? Also das jetzt verstehen, oder? Okay, muss da noch was umstellen. Strohablage, Strohablage. Wo haben wir die Strohablage? Wie kann ich das schon wechseln? Mit das wir so. Scheibe im Kleister. Ich hab's nämlich wieder vergessen. Und ich muss Steuerblöcke machen, die brauchen wir für unseren Stall drin. Ist das da drin? Na? Da? Na? Da. Okay. Dann gucken wir mal. Jawohl, das wollten wir haben. Das ist es, was wir haben wollten. Ja, eine Bahn werden wir mal selber machen und dann hätte ich gesagt, wenn wir gleich einen Hörfer da weitermachen lassen, einen Hänger vorrichten fürs Abtanken, einen zweiten mit dem Dings nachher machen, mit dem Ladewagen. Da könnte ich sogar den vom Stahlturm holen, wenn es so wäre. Aber schauen wir mal. Beziehungsweise müssen wir einen Blick mal auf unseren unteren Felder auch noch schauen, ob da alles läuft, ob alles passt oder ob was zu machen ist. Aber jetzt will ich mal ein Strecken da schön genießen. Ja, und falls einer von euch mich mal live sehen will, ich bin jetzt im Dezember noch öfters live auf Twitch unterwegs mit verschiedenen Spielen, halt natürlich LS22, aber auch so wie die anderen Sachen, was ich gerade hochlade, wie Seven Days to Die. Ich will wahrscheinlich auch von mit Son of Forest noch einmal vielleicht Raft, vielleicht SpongeBob, vielleicht Larry, vielleicht Ranch Simulator. Ich muss mal schauen, vielleicht hätte es. Ich habe ja mehrere Spiele zu Hause, was ist auf dem Computer ab und da. Ich glaube, da werden wir uns einig, was wir da machen. Ich vermute mal jetzt von Anfang wie mal mit dem EDS anfangen. Nur mal so zum Schauen, weil da tue ich mich leichter mit dem Mitschauen vom Chat und ob alles passt. Lassen wir uns überraschen, was wir alles machen.
wir hängen mit da ein bisschen schief, gell? Oder ich bin schon fast voll. Erstrecken und ich bin schon fast voll. Das ist gut. Es gibt Gold. Und das brauchen wir. Jetzt sind wir gerade auf 19.000 unten. Aber dafür haben wir einen Kredit abbezahlt. Komplett tutti frutti schon so. Haben wir einen Helfer rein und ich wechsle, wenn wir du hast das nehmen, du bist der Doppelbereifte, oder? Ja, ich wollte eigentlich nicht. So, wofür einer ist denn das jetzt? Ja, was da drin steht, okay, das okay, jetzt ist Stop. Warum gehört das noch da hin? Hey, was ist denn da los? Haben sich die Tasten nicht verändert? Kann ja nicht sein, oder? Bin ich jetzt komplett mit Schucke? Anhängen, abkoppeln. Warum ist das jetzt Steuerung Q? Okay, like, was hat denn jetzt? Ich kann ihn mal abkuppeln. Wie schaut's denn da aus? Ah, ich bin ein Depp. Wo war denn jetzt da? Ja, ich bin gerade auf dem Traktor nämlich. Und ich muss aufs Gerät, damit ich es abkuppeln kann. Okay. Hab's mir überzeugt. Ich bin ein Dödel. So, und wo haben wir einen Hänger? Da haben wir einen großen Ladebaum. Wenn wir den da wieder gehen, müssen wir ihn unten dann finden. Ja, sonst hätten wir nur für den LKW, wenn wir auch benennen. Steuerung C? Na. Steuerung V? Ah, Shift C. So. Kann man gleich aktivieren, weil das brauche ich jetzt. Thank you.
Das gefällt mir. Gibst du jetzt unsere Kamera A? Ah, warte mal. Das war jetzt Steuerung C. Ah, gibt's nur drei. Wenn ich im Dreischau bezieht, dann hätte ich glaube ich noch Anzeige, wo ich vom Obdankrohr würde sehen. Sorry für die Verspätung, hatte dezente Probleme. Die Gelegenheit nützt mir. Und schauen wir mal unsere Folter 13er, 18er und da um 6er. Unkraut. Auf dem 13er haben wir Unkraut. Und das muss noch einmal gedüngt werden als 13er, gell? Okidoki. 29% ist drinnen. Gut, dann stellen wir die da mal kurz auf Zeiten hin. Bald, dann switchen wir nämlich zu. Nee, Ento. Und zwar gehen wir dann auf das hintere und tun wir es abhängen, damit es richtig abhängt wird. So. Nehmen wir die Innenansicht und wir schalten auch gleich. So. Was haben wir gesagt? Braucht man Ladewanke? Dann gibt's aber was, glaube ich, haben wir gesagt. Brauche ich nicht mehr zurückschauen. Ich hab die Kamera dafür. Mal ist es noch nicht. So, da. Perfekt. Und einmal senken und einmal einschalten und wir geben Schub. So, mein Freund, kommen wir zwar jetzt aneinander vorbei, ja, oder? Eigentlich schon. Grüß dich. Das ist super.
Das Einzige, was ich immer noch echt hoffe, ist, dass die Aufnahme alles passt. Jetzt läuft es gerade so schön und alles. Und da funktioniert irgendwie alles. Vom Ton her, glaube ich, passt auch alles. Wenn nicht, müsst ihr es mir in die Kommentare schreiben. Das 60% schon. Stroh. Was haben wir da noch für eine Ansichten von der Kamera? Oh, ja. Okay. Und der da. Okay, passt. So, der Hellfog meint, er hat dann fast von Quandank. Ja. Super. Dann warten wir nochmal noch, bis der Helfer schreit. Okay, jetzt hat er geschrien, danke. Damit schaffen wir mal das aus und tun wir das so. Und dann wenn wir eh dort daneben sind, brauchen wir noch da eine und da hopfen. Kamera bis 60 ist automatisch klebt auch. Na komm. Jo. Junge, der Provinz, du stehst leider gerade falsch zum Abdanken. Also dann stellen wir uns da einmal kurz her. Dann lassen wir mal da kurz rein. Da können wir das gleich noch testen und zwar, was haben wir gesagt, Steuerung C. Ist da. Okay, der Kamera ist wirklich super. Für den, was das interessiert, es ist die Coworker-Kamera oder Worker-Kamera. Es gibt noch eine andere Kamera A, was auch ausschaut wie so eine Überwachungskamera von Port her. Aber der hat mich nicht so taugt wie der. Nicht leer, supi. Das ist ja schön. Hoppala. Wie könnte das sein, wenn ich. Ich frage jetzt es aus und wenn ich zurückfahre, nicht mehr. Wie war es mit der anderen Kameraansicht?
Jetzt müssen die passen wieder. Und Helfer. So. Jetzt stellen wir wieder auf Zeiten. Bei Art-Anfüllung können wir bei denen noch eine haben. Hätte gesagt, bevor wir die wegbringen. Und wir switchen dann wieder auf diesen jenen. Einmal senken, einmal einschalten und einmal Vollgas. So schaut's aus. Im Zirkus und offen aus. Die wir jetzt aber. Und weiter, was wir drüben haben, herschicken. So wie wir mal da vorbei sind, damit wir sicher sind, dass wir keine Kollision haben. Okay, jetzt sind wir voll. Gut. Wir sind voll, das heißt, wir fahren da mal geradeaus auf die Straßen, dann schicken wir den halt mit Helfer um und dann mit dem Malta kommen wir her. Weil der Kollege mit dem Hänger hat die Pflegebereifung drauf. Und ein Unkraut vernichten, damit ich den nochmal schicken kann und den Walter hängen wir zum Hänger zurück. Jetzt noch ein Plan, oder? Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.